So, jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der Riesenhits geschrieben hat, unter anderem Horny, Horny oder Sexbomb für Tom Jones und hat sein neues Soloalbum rausgebracht und müsste eigentlich auch in gewissem Maße Türkei-Experte sein, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich Mus T. So. Ja, herzlich willkommen. Bist du eigentlich Türkei-Experte? Du bist auch in Deutschland geboren, oder? Ich bin hier geboren, in Hagen, gar nicht so weit weg eigentlich. Ja, heißt eigentlich Mustafa, darum genau. Kommt auch Musti. Genau. Deine Freunde haben mich immer Musti genannt. Also werden alle Mustafas Musti genannt? Also M-U-S-T-I ist eigentlich die Abkürzung für Mustafa schon immer. Meine Mutter nennt mich so. Und, aber irgendein findiger Freund natürlich, ein Künstler, aber auch einen Künstlernamen machen wir mal irgendwie auf ja. Nett und Mus T. Ah, das ist dann daraus geworden. Sprichst du Türkisch denn? Schlecht. Aber du könntest dich verständigen. Ja, also jetzt fragen ja. Mich nicht nach irgendwelchen Geschichten. Hast du nicht auch mal die türkische Staatsbürgerschaft gehabt anfangs? Also immer, bis vor einem Monat. Wie? Genau, weil ich bin jetzt mittlerweile 37 und die Türken, die können dich ziehen, glaube ich. Also war mal 40, aber ich glaube, die können dich sogar ziehen, bis du 60 bist. Was heißt ziehen? Bundeswehr. Bundeswehr? Türkenwehr. Türkenwehr, wie heißt es in der Türkei? Militär, ich habe keine Ahnung. Und Bundeswehr also heißt nicht, dass ich so, nicht, dass ich so ein Verpisser bin, auf gut Deutsch gesagt. Ich weiß auch nicht, was Verpisser auf Türkisch heißt. Ja. Aber ich habe mittlerweile eine Firma mit 30 Leuten. Und da kann man nicht mal kurz sagen, irgendwie, ich gehe mal 2 Monate in die Türkei. Und deswegen ist das schon so ein Grund. Und sogar die, fürs Vaterland? Na ja, gut, okay. Aber sogar die beim türkischen Konsulat haben gesagt, wissen Sie was, als Tipp so, machen Sie mal kurz den Pass weg und dann irgendwie der Deutsche reicht und so. Ja. Aber in meiner Brust sind 2 Herzen natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja. Wäre doch auch mal angesagt, hast du schon mal mit türkischen Künstlern gearbeitet? Also es stand lange Tag an zum Gespräch und der ist mittlerweile, glaube ich, auch irgendwie jetzt zum x-ten Mal auf Deutschland-Tournee. Wir werden uns jetzt nochmal treffen, aber es gibt dieses Sezen Aksu. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Eine ganz große türkische Sängerin, also eigentlich so diese Kultsängerin. Und mit der werde ich jetzt irgendwas machen. Aber wahrscheinlich sogar auf Englisch, also insofern. Ach so, okay, verstehe. Ja, wir haben ja auch einige türkische Künstler zu Gast. Unter anderem Mustafa Sandal ist bei uns zu Gast. Ist nicht Tarkan auch bei uns? In der nächsten Woche? Steht noch nicht fest. Ja, vielleicht kommt er nächste Woche auch in Istanbul bei uns im Studio vorbei. Ja, du hast viele Sachen produziert für Tom Jones, eine der bekanntesten Nummern und Horny Horny. Jetzt hast du ein neues Album gemacht. Das ist dieses hier. Na, das ist die Single, Is It Cause I'm Cool. Und du arbeitest ja immer mit verschiedenen Sängern und Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Weil du selber zu schlecht singst oder warum? So, genau so. Das ist, und ich gebe es zu, das ist gut. Ja. Hast du jemals selber gesungen? Das ist das Album, Mus T, All Night Madness. Hast du selber mal probiert zu singen? Also im Studio singt man natürlich oft den Sängern das vor, was sie dann singen sollen. Das machst du bestimmt ähnlich. Also insofern singe ich wirklich täglich, aber ich würde mich da nie jetzt irgendwie vors Mikro stellen. Ja, dafür reicht es dann doch nicht. Nee, das ist wirklich schlecht. Ja. Kennst du dich ein bisschen aus eigentlich in der Türkei? Warst du schon mal in Istanbul? Warte mal, ich bin jetzt 37, also 15 Jahre ist es schon her. Ach, echt so lange? Mhm. Ja, dann kannst du mir ja großartig gar keine Tipps geben. Nicht so richtig, ich habe ja eben schon gehört, was heißt, ich schon meinen größeren Bruder. Ja? Abi. Das hättest du aber schon verstanden. Ah, klar, wenn ich das also gesagt hätte. Klar. Wärst du eingeschüchtert gewesen? Um Gottes Willen. Ja. Okay, wir reden gleich ein bisschen weiter, machen erst ein kleines bisschen Werbung. Und nach der Werbung sehen Sie auch das hier, und zwar den TV-Total-TV-Tipp zum Wochenende unter anderem. Und Mus T bleibt noch ein bisschen bei uns und einiges mehr, also bleiben Sie dran. Ja, wir schauen uns vielleicht mal einen Ausschnitt aus deinem aktuellen Video an. Gerne. Is It Cause I'm Cool? Mhm. Das haben wieder Damen für dich gesungen, mit denen du öfter zusammenarbeitest, oder? Immer, genau. Ist das diese Frau, die auch Horny Horny gesungen hat? Genau. Ah, okay. Meine Muse. Das ist deine Muse, genau. Deine Muse T, wie Vanessa aus dem Westerwald am Anfang sagte. Du hast für Horny, ich habe gelesen, dass du für Horny, 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 I'm Horny, 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 ein Glückwunschschreiben vom türkischen Generalkonsul bekommen hast. Es war fast so, es war für die Grammy-Nominierung. Ach so. Und das habe auch nicht ich bekommen, sondern mein Vater. Dein Vater? Und, ja, weil der ist halt Mediziner, ist Frauenarzt besser gesagt. Und der wollte natürlich immer, dass ich das werde. Also ich habe schon eine Affinität zur Medizin. Ja. Aber dann bin ich halt Musiker geworden und er hat immer gesagt, ach, Musik und muss nicht sein. Aber dann, als dieses Glückwunschschreiben vom Generalkonsul der Türkei auch nicht an mich,
für den Grammy nominiert wurde, sondern an meinen Vater ging, ja, hat er dann irgendwie mit Tränenaugen gesagt, oh mein Junge, und ich wusste ja gar nicht, was du so machst und so. Also war schon ganz rührend. Ach, dein Vater wusste nicht, was du machst? Nicht so richtig. Ja. I'm horny, horny, horny. Dass sich da der Generalkonsul drum kümmert, ist auch interessant, oder? Wusste er, was das heißt? Ich denke mal nicht. Ja. Ja, wir schauen uns mal einen Ausschnitt aus deinem neuen Video an. Moose T featuring Emma Lanford mit Is It Cause I'm Cool? Bitteschön. Aktuelle Single und das Album All Night Madness. Mit verschiedensten Künstlern. Wer macht noch mit? Auf dem Album natürlich Emma mit 3 Songs vertreten, ja. Roachford, den kennst du, ja, genau. Kathleen Chaplin, die Großnichte von Charlie Chaplin, ganz super Sängerin. Also, ach, ja, also hat die auch so eine Melone an und so einen Stock dabei? Nee, aber sieht auch ziemlich gut aus, also nicht so wie ihr Vater. Finde ich auch ein super Klischee. Ja, wahrscheinlich. Was ist sie? Nichte? Großnichte. Großnichte von Charlie Chaplin, wenn die genau aussehen wie er. Schnurrbart und so. Ja, wer noch? Wer ist noch dabei? Amiel? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, die ist gerade mit so einer Single hier in Deutschland irgendwie am Start. Groß Superstar in Australien irgendwie. Ja, sehr abwechslungsreiches Album. All Night Madness.